Stell dir vor, du kannst ein Lächeln in Marias Gesicht zaubern. Maria liebt Geschenke, so wie alle Mütter. Vor allem liebt sie es, wenn Kinder den Rosenkranz beten. Ich lade euch ganz herzlich ein, am 18. Oktober bei 1 Million Kinder beten den Rosenkranz. Wir beten für den Frieden dieser Welt. Stellt euch vor, wie glücklich Maria sein wird, wenn sie das sieht. Ihr wisst nicht, wie man den Rosenkranz betet? Ganz einfach. Ihr betet den Rosenkranz mit diesen Perlen. Und wir beginnen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dann beten wir das apostolische Glaubensbekenntnis, gefolgt von einem Vaterunser, 3 Ave Maria und ein Ehre sei dem Vater. Dann folgen 5 Gesetzchen, 5 von diesen. Jedes davon umfasst von einem Vaterunser, 10 Ave Maria und ein Ehre sei dem Vater. Es gibt 20 Geheimnisse. Sie helfen uns, über das Leben von Jesus nachzudenken. Am Ende schließen wir mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nehmt an der Aktion teil. Ihr könnt auch Freunde einladen. Betet mit uns am 18. Oktober. Jedes Gebet zählt. Maria segne dich.